Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 19. Oktober 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Wir haben uns in den letzten Tagen ja intensiv mit dem Neumond beschäftigt, der heute Abend um 21.12 Uhr perfekt ist. Hier das Bild davon. Dieser Neumond bedeutet, dass der alte Sonne-Mond-Zyklus endet und ein neuer Sonne-Mond-Zyklus beginnt, hier im 26. Grad, im 27. Grad der Waage, in exakter Opposition zum Uranus, hat dieser Neumond, ich habe ja gestern intensiv darüber gesprochen, hat dieser Neumond auch etwas Neues durch den Uranus, Innovatives, Überraschendes, Plötzliches und in gewisser Weise auch Explosives, weil Uranus ja der Planet ist, der für die Neuerung steht, der im Grunde uns aufzeigen will, wo die alten Strukturen sich überlebt haben, wo es darum geht, einen Spalt, eine Öffnung in das Alte zu bringen, damit etwas Neues geschehen kann. Uranus ja auch der Planet der Revolution, der Veränderung, der Umwälzung. Und das hier in Bezug zur Waage, wo Sonne und Mond ja in der Waage miteinander zusammenstehen, geht es auch um Beziehungen. Es geht hier also um nichts Geringeres als um eine Befreiung vom alten Beziehungsbild. Wobei dieser Neumond natürlich nur ein Glimpse, eine Idee davon vermittelt, denn oftmals sind ja die alten Gewohnheiten sehr, sehr stark, auch wenn etwas Neues, eine neue Erkenntnis oder ein neues Bild auftaucht, ist es ja trotzdem oftmals so, dass die alten Gewohnheiten sozusagen das wieder übernehmen, dass sie sich sozusagen wieder ihr Terrain wieder zurückerobern und wir sozusagen uns bemühen müssen, auch die neue Erkenntnis, das Neue auch weiterhin beizubehalten. Wir haben hier den Blick auf heute Morgen, hier sehen wir, wie die Planeten alle schön aufgereiht sind und der Mond noch ein Stückchen von der Sonne entfernt ist. Diese Entfernung wird er heute über den Tag zurücklegen. Dabei kommt es eben dann heute Abend zum Showdown. Um 19.35 Uhr steht die Sonne dann exakt dem Uranus gegenüber. Kurz danach um 21.04 Uhr der Mond. Und dann um 21.13 Uhr ist dann, wie gesagt, der Neumond. Neumond in der Waage. Eingereiht hier zwischen Mars, Ende Jungfrau und Merkur, Jupiter, Anfang Skorpion, mit Venus auch in der Waage, hat dieser Neumond in der Waage mit Ausgleich zu tun, mit Ausgleich der Polaritäten, der Gegensätze, mit Harmonie, mit Befriedung. Aber auf der anderen Seite steht eben Uranus und Uranus ist der Planet der Umwälzung, der Revolution, der Befreiung, auch der plötzlichen Ereignisse. Also nicht, wäre nicht ungewöhnlich, wenn mit dem Neumond auch etwas Plötzliches, etwas Neues, etwas Unerwartetes geschieht. Und es geht im Grunde auch um eine neue Vorstellung, ein neues Bild von Beziehung, weil die Waage ist ja das Zeichen der Beziehung. Wir Menschen sind ja ständig in Beziehung miteinander und bilden da ja auch immer wieder neue Beziehungen und diese gilt es halt in ihrem Bild neu zu betrachten, ob vielleicht die alte Vorstellung von Beziehung sich überlebt hat, ob es nicht an der Zeit ist, eine neue Form zu entwickeln, die eben darauf beruht, dass wir eben erkennen, dass ich und der andere, dass wir im Grunde gleich sind, dass im Grunde der andere der Spiegel für mich ist und dass es nicht darum geht, dass ich gegen den anderen oder gegen die anderen gewinne oder mich durchsetze, was ja im Grunde oftmals auch genau das ist, was ja viele von uns anstreben, weil sie eben glauben, dass dadurch eben ein Gewinn, ein Glück zu erreichen ist, sondern es gilt eben darum zu erkennen, dass wir alle gleich sind, dass wir alle im selben Boot sitzen, dass eigentlich jeder Mensch nach Glück und Harmonie strebt und nach Frieden und dass wir sozusagen durch unsere Verhalten anderen gegenüber hier auch eine Veränderung herbeiführen können. Letztlich gestaltet sich die Welt, die Begegnungswelt mit
mit den Dingen und den Menschen ja in gewisser Weise so, wie ich innerlich auch auf sie reagiere. Reagiere ich mit Konkurrenz, dann wird mir Konkurrenz begegnen. Reagiere ich mit Hass, wird mir Hass begegnen. Reagiere ich mit Liebe, wird mir Liebe begegnen. Auch wenn es vielleicht eine Zeit braucht, bis sich das dann umgesetzt hat. Und so gilt es eben, dem anderen das zu geben, das zu zeigen, mit ihm so zu reden, wie ich möchte, wie mir begegnet wird, was mir gegeben wird, wie was ich sozusagen erwarte. Von daher kann dieser Neumond auch tief im Unbewussten auch bestimmte Sehnsüchte symbolisieren, die Sehnsucht eben auch in uns, die Polaritäten, also männlich und weiblich, aktiv und passiv, rational und emotional miteinander zu verbinden. Und dieser Neumond kann uns, diese Tage können uns eben zeigen, inwieweit diese Verbindung in uns schon stattgefunden hat oder auch wie weit wir davon entfernt sind. Unterstützt wird dann dieser Neumond eben von dieser Konjunktion von Merkur und Jupiter im Skorpion, was eine sehr tiefgründige Denkweise bedingt. Merkur im Skorpion versucht auch mental den Dingen auf den Grund zu gehen, sich nicht mit oberflächlichen Erklärungen zufrieden zu geben, sondern gräbt weiter und hat hier zusammen mit Jupiter auch ein sehr philosophisches Moment, wo es eben auch darum geht, sich ganz klar auch zu überlegen, welcher Ethik folge ich, welches innere Verhalten, wie ich eben schon sagte, bestimmt eigentlich mein Handeln, welches Weltbild, Menschenbild liegt dem zugrunde und darüber können wir darüber nachsinnen und diese innere Haltung bestimmt auch unsere äußere Wirklichkeit in viel stärkerem Maße, als uns das bewusst ist und als uns das auch glauben gemacht werden soll. Gut, nach diesen etwas tiefgründigen Ausführungen möchte ich noch sagen, dass der Neumond oft oder Tag vor etwas Unbewusstes hat, unbewusste Regungen in uns können uns beeinflussen. Das wird sich morgen höchstwahrscheinlich schon verändern, wenn nach dem Neumond am Freitag, in der Nacht zum Freitag um 3:41 Uhr der Mond in den Skorpion geht. Das heißt, der Morgen am Freitag beginnt der Tag dann eben mit dem zunehmenden Mond im Skorpion, auch mit einer tiefen Emotionalität. Die Konstellation am Freitag und am Wochenende bespreche ich dann morgen, wenn es um die Aussichten zum Wochenende geht. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag, einen intensiven Neumond und sage Tschüss, bis morgen.